Why, it's Mr. Spock. Spock. Als Star Trek 1979 in die Kinos kommt, sorgt neben Mr. Spock auch die überdimensionale Geisterraumsonde V'ger, der heimliche Star des Films, für Staunen. Mit der Formgebung des Giganten beauftragt Regisseur Robert Wise einen futuristischen Designer, den Hollywood gerade von einer Firma abgeworben hat, für die er in Amsterdam Toaster entwarf, Sid Mead. Tagsüber arbeitete ich im Designstudio einer großen Firma und nachts an meinen Ideen für V'ger. Eines Abends gönnte ich mir einen Old Geneva und Bitterballen, der Klassiker, typisch holländisch. Bei Bitterballen und Old Geneva zeichnete ich das Heck der V'ger auf meine Serviette. Doch dann tropfte ein bisschen Schnaps darauf, sodass ein Klecks entstand. Leider habe ich die Serviette verloren, aber die Story ist wahr. Das endgültige V'ger-Design entstand auf einer Papierserviette. '83 Jahre alt und immer noch flott unterwegs. Sid Mead, Godfather des futuristischen Designs, denkt sich in seiner Dacia in Pasadena bei L.A. fleißig neue Welten aus. An all seinen Gouache-Skizzen arbeitet er hochkonzentriert, egal ob es dabei um Weihnachtskarten oder Maschinen und Dekors für Filme geht. Für Mission Impossible 3 entwirft Sid die Maschine, die Tom Cruise in Owen Davian verwandelt. 1988 bittet ihn die L.A. Times, sich das Leben im Jahr 2013 auszumalen. Smart Cars sind heute Realität, doch der Haushaltsroboter noch immer Zukunftsmusik. Ich sage die Zukunft nicht als etwas Absolutes voraus, sondern als ein Vielleicht. Man kann ein Vielleicht entwerfen, das ganz nah an der Realität ist. Ich wurde mal gefragt, sind Sie enttäuscht, dass die Zukunft nicht so geworden ist, wie man sie sich in den 60ern oder 70ern vorgestellt hat? Ich sagte, nein. In unserer Welt ist es die Gesellschaft, die Neuerungen entweder akzeptiert oder ablehnt. Von ihr kommt das entscheidende Ja oder Nein. '86 in Aliens, die Rückkehr, fliegen Sigourney Weaver und die eierlegende Alien-Königin in Sid Meads Weltraum-Truppentransporter. Da seine Form an ein MG erinnert, trägt er den Spitznamen Weltraumknarre. Jahre zuvor entwirft Sid sein absolutes Meisterwerk. Die komplette Blade Runner-Stadt mitsamt Replikantenkneipen und fliegenden Autos. Diese angsteinflößende Vision einer damals fernen Zukunft, die des Jahres 2019, hat der Designer mit 50 Jahren bis ins kleinste Detail ausgetüftelt. This parking meter is a kind of miniature example of the whole visual concept of accumulation. When you no longer can accept coins or metal discs or whatever, you add a electronic register that accepts a magnetic card. The post mechanical case becomes electrified so that if you touch it or try to attack it, you're electrocuted, which is a very brutal attack on your you as a human. I called this. Ich nenne das, was ich für diesen Film gemacht habe, Retro-Deko oder auch Trash-Chic. Ridley Scott wollte einen Science-Fiction-Film noir drehen. Also habe ich mir eine triste Zukunft ausgedacht. Durchgestylt, aber auch trashig. Nach seinem Diplom am Los Angeles Art Center 1959 wird Sid von großen Firmen engagiert, um die rosige Zukunft der Wirtschaftswunderjahre zu illustrieren und so den Blick der firmeneigenen Ingenieure über den Tellerrand hinauszuführen. Doch dem Meister des Supersonic Baroque wird seine Karriere nicht in die Wiege gelegt. Sein Vater ist Wanderprediger und Sidney J. Mead zieht als Kind ständig von einem US-Staat in den nächsten.
Schon seine ersten Zeichnungen zeigen, dass er irgendwie anders ist. Mein Bruder und ich fanden die anderen Kinder aus der Nachbarschaft stinklangweilig. Sie hatten keine Fantasie, keinen Funken. Deshalb spielten wir nicht mit ihnen. Die anderen Kinder waren nur damit beschäftigt, das zu tun, was man von ihnen erwartete, und nicht das, was sie selbst wollten. Schon damals. In seinem modernistisch angehauchten Haus, 30 Kilometer östlich von Hollywood, sammelt Sid Mead Modellautos, selbstdesignte und andere. Ein Sammelsurium für Kinoliebhaber mit Erinnerungsstücken aus seiner Zeit als der avantgardistische Designer Hollywoods. Das ist ein kleines Modell meiner Tron-Motorräder. Ein Geburtstagsgeschenk. Happy birthday, Sid Mead. Die Form ist ganz schlicht, weil wir damals am PC polygonale Formen nicht realistisch rendern konnten. Es ist quasi eine Hommage an die Grenzen der Computermodelle in der Zeit, als Tron entstand. 1982 ist Tron eine filmische Revolution. Aus Faszination für das prähistorische Videospiel Pong verlegt Regisseur Steven Lisberger die Handlung in die digitale Welt eines Computerprogramms. Und Sid designt dafür die Light Cycles, bei denen der Helm in den Fahrzeugrahmen integriert ist. Tron hatte im Vorfeld sehr schlechte Publicity, extrem schlechte. Wer wusste auch 1981, 82 schon, was ein Prozessor ist? Fachbegriffe wie Speicherplatz und Mikrochips kannte kein Mensch. Niemand hatte damals einen PC oder Mac zu Hause. Ob für Kino, Auto und Eisenindustrie oder Manga, Sid Mead malt die Zukunft auf Bestellung meist in düsteren Farben. Seine privaten Visionen dagegen sind bevölkert von spärlich bekleideten Damen und strammen Herren im String. So. In der Zukunft werden wir dank verlängerter Lebensdauer und genetischer Modifikationen lange Jahre spitze aussehen. Jemand hat mal gesagt, Ihre Zukunftsvision ist immer stylisch und wunderschön. Warum auch nicht? Elend wird es immer geben. Aber ich habe keine Zeit, mir das Elend schön zu malen.